Disclaimer: Dieses Video dient nur zur Unterhaltung und ich bin gegen den Missbrauch von Drogen. Also lasst die Finger davon, kauft euch lieber ein paar Fortnite-Skins mit meinem Creator-Code, wenn ich einen hätte. Bleibt artig, sonst versohle ich euch den Arsch nächstes Weihnachten, ihre Alter. Yeah, and you too. Hey! Oh, direkt ein Telefonanruf. Yo, hope you're up. I would let you sleep yesterday off, but I have some troublesome motherfucker to attend to, and it can't wait. I'm waiting for you at the main square close to my place. Sober up and come see me. Okay, erste Aufgabe. Ja, erstmal herzlich willkommen zum Driggity Draggity Drug Simulator, Alter. Das ist ein Spiel, was vor kurzem rausgekommen ist. Ich habe jetzt lange überlegt, nimmst du es jetzt auf oder nicht? Offensichtlich habe ich mich dafür entschieden. Denn, wie ihr wisst, ich bin ja Gründungsmitglied der SP Outlaws. Hier steht es auch nochmal. SP. Achso, warte mal. Hier hinten steht irgendwo noch Outlaws drauf. SP Outlaws, Alter. Ehre in den Arsch. So. So. Ja, und wir haben uns natürlich gedacht, wir müssen expandieren, verstehst du das, wie ich meine? Die SP Outlaws, die müssen auch mal im ganz normalen Alltag nachgehen. Deswegen werden wir uns hier in dieser Simulation jetzt auf jeden Fall nochmal... Ja, zum Drogenboss irgendwie hocharbeiten, meine ich jetzt irgendwie, du weißt schon, wie ich das meine, ne? Ist auch wichtig, es ist ein unnormales Business, Alter, da müssen wir auf einfach mal investigieren oder so, oder? Auf jeden Fall gründen wir jetzt unser eigenes Drogeninternat, dachte ich mir so, und deswegen sind wir jetzt hier, also gucken wir mal, Eddie ist jetzt unser Man, mit dem sind wir jetzt hier irgendwie am Stissel. Lucky, lucky, Allah. So, du kannst mit Tab und dem Organizer am oberen Bildschirmrand deine aktuellen Aufgaben prüfen, um die Standorte einzusehen. Drücke M, um die Karte zu öffnen. Dort findest du Marker mit den Quest-Locations, Kunden und anderen Punkten. Ja, geil. So, kann ich mich hier irgendwie... Gibt es hier noch Dinge, die ich nutzen kann? Hier ist ein Schrank. Möchte ich den nehmen? Aha, neuer Schlüssel. Apartment-Schlüssel zu deinem Schlüssel hinzugefügt. Ehre in den S, Allah. Arbeitsstation zurzeit nicht verfügbar. Arbeitsstation zurzeit nicht verfügbar. Kuschinski von den SP Outlaws ist unterwegs. Tür öffnen. Benutze Taste Unlock. So, Tür ist geöffnet. Tür wird geschlossen. Muss ich jetzt auch abschließen? Nee. Guck mal, das ist auch ein Schloss. Kann ich da was machen? Also ich hab ein Inventar, aber irgendwie keine Items. Character. Hab sehr gute Laune. Aber ich kann Level aufsteigen. Das heißt, ich krieg krasse Sachen hier und kann Sachen... Okay, gucken wir später mal rein. Achso, ich habe noch die Map. Holy shit, da ist ja richtig Platz. Ist ja richtig was los. Also ich bin jetzt hier und das ist mein Zuhause und hier ist Eddie. Das heißt, ich muss raus und dann rechts. Okay, verstehe. Enjoy the Curva View. Curva! Okay. Oh, hier sind Leute. Kann ich mit dir reden? Yo, 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 willst du Drogen kaufen? Hallo? I love the smell of tires in the morning. Ich dachte gerade. Hallo? 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 Hey. Hi. Hey. Hallo. Hallöchen. Servus. Moin. Ehre. Allah. Voila. Also ich glaube, das hier ist wirklich Spandau Süd. Sag mal, this way. Okay. Hier ist ein Police Checkpoint. Hallo. Da steht eine Schmiererei. Wollen Sie sich damit mal irgendwie auseinandersetzen? Okay. Gut, wir suchen mal Eddie, ne? Komm mit mir ins Abenteuerland, da wo die Reifen brennen. Komm mit mir ins Abenteuerland, wo wir vor der Polizei wegrennen. Komm mit mir ins Abenteuerland! Prisons are universities of crime. Weil die da Bücher haben, ne? Hallo, Eddie. Well, come on, what are you waiting for? Ja, ja, beruhig dich mal. Joint nehmen, ablehnen. Nee, sorry, ich... Auch nicht. We're gonna start basic. Grass and amp. There are three packages waiting for you in a dead drop at the back of the supermarket. Grab them, go home and get your laptop. Wie erkennst du den toten Briefkasten? Alter, geht's dir gut? Komplett am Abhusten, Alter. Just in case you're wondering. You better put your memory back together.
Junge, wie läufst du denn? Also diese vulgäre Sprache, ich bin da nicht so ein Fan von, bin ich ehrlich. Ey, Eddie, wo bist du hin? Hallo? Eddie! Ja, irgendwie kommt er trotzdem nicht zurück. Gut, gucken wir mal auf die Map. Da ist das erste Päckchen. Das ist quasi schon vor meiner Haustür, ne? There it is. See it? Ah, guck mal hier im Schacht, Alter. Boah, 3 Päckchen Marihuana. 5 Päckchen, also, ja, Mann. 2x3 Gramm Päckchen Marihuana. Und 1 5 Gramm Päckchen Amphetamin. Amphetamin. Leute, macht das nicht mit den Drogen, ne? Ich sag's jetzt auch nochmal hier ganz eindeutig. Don't do drugs, Alter. So, ich habe jetzt hier eine neue Nachricht. Ihr seht das hier irgendwie? Ne? Oh, die wollen alle mein Shit. Alter, hier wackelt alles. Boah, durch die krasse Eruption des Zuges. What the fuck? So, jetzt brauche ich hier meinen Laptop. So. Shady come. This is where you order the merchandise from Eddie. Geil. Yo, brauche 3 Gramm Weed. Hast du was? Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, Benedikt, Trish und Adrian wollen genau das, was ich gerade gefunden habe. Also wirklich alle Pay. Es ist Chocuzel, Alter. Ich werde jetzt alles los. Ach so. Bestätigung. Klare, liefe gerade aus. Klare. Hast du immer noch Weed auf Lager? 3 Gramm wäre super. So, jetzt rate mal, was der jetzt antwortet. Okay, krass. Also, wirklich. Ich wollte doch nur sagen, dass ich das wirklich toll finde. Viele Variationen an Antworten in diesem Spiel sind. Ich meine, wir hatten Klare und wir hatten Klare. Und dann auf dem Weg, halte das Geld bereit. Es ist einfach geil. Alright, jetzt brauche ich ein... Shadycom. Mit Shadycom kannst du Drohnen bestellen und mit Kunden kommunizieren. Wähle eine Person in der Kontaktliste aus und klicke auf den Chat, um die Option einzusehen. Nachdem du die Bestellung bestätigt hast, werden die Kunden auf der Karte erscheinen. Finde sie und liefere ihnen ihre Päckchen aus. Sprechen Adrian Pupten. Yo, hast du was wolltest? Hier, nimm diese Drogen. Nimm sie. Bitte nimm diese Drogen jetzt. Respekt. Oh, ich habe jetzt hier 36 US-Dollar für 3 Gramm. Das ist aber gut, oder? Ist das gut? Warum stehen hier so 3 Tonnen? Generell sieht das auch nicht so aus. Also, es gibt hier keine Straße, wo ein Auto ganz normal langfahren könne. Doch hier. Ja, doch. Yo, hast du was wolltest? Yeah, hier ist es. Hier, nehme bitte mein 5 Gramm Päckchen Amphetamin. Amphetamin. $60 bekommen. Katsching, Alter. Woo, Level 2. Du hast deine ersten Deals und dein erstes Geld hinter dir. Ich habe das Geld einfach hinter mir. Ich pack das immer nach hinten. Ist super wichtig, dass es nicht vor mir ist oder neben mir. Ist immer hinter mir. Wir sollten bald mehr bestellen. Geh zum Computer und bestelle bei Eddie mehr Dope, um dein Vorhaben zu vergrößern. Okay, habe gehört, dass du ein paar Deals abgewickelt hast. Oh! Der Zug ist aber laut! Wenn du mehr Drogen brauchst, schreibe mir. Wir bleiben in Kontakt und ich sage dir, wo und wann das Paket abgelegt wird. Wir machen es einfach im großen Stil. Gönn 20 Gramm Weed, Alter. Yo, ich brauche ein paar Sachen. Bambinos 10 Gramm. Krass. 12 Gramm. Amphetaminen sind also die Bambinos. Die Lieferung einer Bestellung kann einige Zeit lang dauern. Alles hängt davon ab, wie groß das Päckchen ist. Vergiss nicht, dies im Voraus einzuplanen. Eddie wird dich darüber in Kenntnis setzen, wenn das Päckchen fertig ist. In der Zwischenzeit kannst du entweder andere Aufgaben übernehmen oder warten, drücke T in deinem Versteck, um das Wartenfenster zu öffnen. Machen wir gleich. Ich habe Skillpunkte, das ist geil. Jetzt gibt es hier natürlich verschiedene Skills, die ich hier noch erweitern kann. Taschen. Vergrößere die Anzahl der Taschen und... was? Vergrößere die Anzahl der Taschen, um mehr Items mitnehmen zu können, wenn sie nicht mehr in den Rucksack passen. Okay. Vergrößere deine Ausdauer, sodass du länger laufen und springen kannst. Okay. Läufer, vergrößere die Geschwindigkeit beim Rennen und lässt dich schneller der Polizei entwischen. Der Tarnkappen-Skill verringert die Gefahr, dass du geschnappt oder von der Polizei kontrolliert wirst. Zudem bist du nachts noch weniger sichtbar, weswegen die Chancen steigen, dass du am Tag von der Polizei nicht gecheckt wirst. Das ist ein 3 Kunden, das ist süß, aber du kommst noch nicht weit. Damit dein Geschäft wächst, musst du mehr gegen den freischalten und deinen Respekt in der Höhe halten. Das ist jetzt alles sehr viel Input hier auf einmal. Ich wollte einfach nur... Ich habe mir diesen Job da ausgesucht, damit ich nicht so viel lesen muss, Alter! Erhöht die Erfahrungspunkte bei Verkaufen für Quests. Verleiht dir 2 zusätzliche Skillpunkte pro Level. Würde ich sagen, wir machen das direkt mal. Raiden das hier ab. Oh, ich habe jetzt hier quasi neues Gebiet freigeschaltet und wir haben Respec bekommen. Das ist geil. Spray-Symbol auswählen. Das ausgewählte Symbol wird als Kennzeichen für dein Territorium gelten. Das Markieren deines Territoriums ist eine gute Lösung, um den Respekt in deiner Gegend aufrechtzuerhalten. Ich muss mal kurz gucken. Das ist ja so eine Hand drauf, ne? So ein Dings, Alter. Ah. So, wir nehmen mal diesen. Wir nehmen das.
Es gibt keine Hand, aber es gibt das. Warte mal, das ist die stinkige Bushaltestelle. Suchen Mülleimer. Oh, da sind einiges. Oh, ich habe sehr viel Geld dabei. Ich nehme jetzt hier die Drogen mal in die Tasche. Oh, jetzt, ab jetzt gibt's Polizei. Jetzt wird's interessant. Oh, es wird dunkel. I'm in love with the Popo. Hier muss irgendwo Benedikt Popo sein. Yo, es geht. Yo, hast du was wolltest? So, gern. Kaching. Du musst mindestens 1 Gramm für eine kostenlose Probe für den potenziellen Kunden vorbereiten. Maximal 5 Gramm. Es darf nur eine Art von Drogen sein. Jeder, je mehr Stoff und je größer die Qualität, desto höher der Respekt. Also ich darf dem keine 10 Gramm schenken. Was soll das? Ja, stimmt mir das nicht. Hab es vergessen. Jo, tschüss. Was mich jetzt ärgert, ist Folgendes. Ich weiß nicht, ich kann das nicht spalten. Ich drücke die ganze Zeit die richtigen Knöpfe. Und es geht nicht. Ich will das Paket nehmen und spalten. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Mein Leben ist zerstört. Ibuprofen. Ibuprofen. Eine Ibo. Ein Ei. Eine Ibo. Okay, wir kaufen, wir mixen alles mit Ibo. Ab sofort wird alles mit Ibo gekauft. Jetzt habe ich halt, ich habe 8 Kilo. Ich habe 8 Kilo. Ich muss davon ein Foto machen. Ich muss davon ein Foto machen. Ich will das nehmen und spalten. Aber das Spiel will das nicht. Das Spiel sagt sich, nein. Du spaltest hier gar nichts, du Spaltensprengler, Alter. Dann gehe ich hier an den Schrank und dann kann ich es auch nicht spalten. Es will einfach nicht. Das ärgert mich so, ne? Ich glaube gar nicht, wie mich das ärgert. Ich wollte jetzt hier so ein astreiner Drogenboss werden. Und jetzt im Endeffekt ist hier alles im Ass. Ich kann nur zu Hause. Ich kann nicht mal schlafen gehen oder so, ne? Mein ganzes hat auch nicht mehr angezeigt. Schlafen geht auch nicht. Also mir wird hier alles auch nicht mehr so richtig angezeigt, ne? Kann ich das bitte haben? Can you please give me the Drogen? Ah! So, wir warten jetzt bis morgen früh. Ich habe die Faxen dicke. Guck mal, dass wir beschleunigen. Wir warten jetzt bis morgens um 5. Ich werde das Spiel speichern, wenn es das letzte ist, was ich tue. 3 Uhr 28 nachts. So, 5 Uhr. Hat sich irgendwas im Leben getan? Ich kann immer noch nicht speichern. Leck. Also, wir müssen wahrscheinlich diese Polizeistunde noch abwarten. Wie lange geht die denn noch? Gucken wir uns einfach noch weiter draußen um, bis die scheiß Polizeistunde vorbei ist. Ich bete ja schon fast, dass man mich hier erwischt. Ganz ehrlich, dieser Drogenjob, der geht mir auf den Sack. Ist hier alles Quatsch. Was ist denn das hier eigentlich für ein krasses Fußballfeld? Ja, ja. Früher haben wir immer mit so 2 Rucksäcken oder so Jacken Tore gebaut. Vor allem, mir wird auch nichts mehr angezeigt. Keine Optionen, gar nichts. Ich warte jetzt, bis die Polizeistunde vorbei ist. Es gestaltet sich gerade relativ schwierig, hier den Drug Dealer zu maken. Ah! Respekt in den... Oh. Ich kann meine Drogen nicht spalten. Und dann sagt der ey, Respekt ist scheiße. Wo sind meine Drogen? Achso, warte mal, die liegen hier. Ich kann die ja nicht mal mehr nehmen. Ein Ei. Eine Ibo. Ich will noch nur. Nimm diese Drogen. It's Inventar! Ich bin so sauer. Die Polizeistunde, die hört auch nicht auf. Ah, kann ich jetzt speichern? Gut. Ich kann nicht laden, weil ich nie gespeichert habe.